Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Wir werden uns jetzt erstmal die Ergebnisse der Clan-Saison ansehen, also die Clan-Belohnung, also die Truhe jetzt, Saisonbelohnung. Bester Krieg, Hashtag 1, sind wir glaube ich dreimal geworden. Und ja, werden wir auch gleich öffnen. Hoffen wir, dass wir was Gutes ziehen. Ist ja eine Chance auf eine legendäre Karte. Mach die Festung mal höher, ne? Mach mal so, besten, okay. So, Gold 1890, oder eher gesagt 1890 Gold. In Ordnung. 9-mal Rambock. 19-mal der Riese. 16 Feuerbälle. Oh, nee. Hätten sich die Rares, oder eher gesagt die seltenen Karten, ein bisschen au aufgeteilt. Und dann die gewöhnlichen davor oder danach, wie auch immer. Nennen wir legendär, bekommt leider jetzt nur 6-mal der Bowler. Machen wir auch nochmal einen Screenshot. So. Mit Facecam. Sieht mich zwar nicht, aber auf jeden Fall richtig, richtig nice. So, naja. Hat sich jetzt nicht so super gelohnt, aber zumindest mal in die erste Saison-Truhe reingeschaut. So, ich glaube, die eine Saison geht vielleicht so Monat oder so. Ich bin mir nicht so sicher. Da muss der Anführer mal wieder in Krieg starten. So, die Saison endet in 13 Tagen und 15 Stunden. Hat schon die nächste Saison angefangen. Weiß nicht, was mit dem Anführer los ist, diesen Van Gerven hier. Ist über 4000 Trophäen, aber der ist nicht sonderlich aktiv. Naja, finde ich ein bisschen komisch jetzt. Frage ich jetzt mal schnell Elite-Barbaren an. Da kommt zu noch ein Video, weil die Elite-Barbaren werden die erste Karte sein. Also insgesamt jetzt auch gewöhnliche Karte, die ich auch auf Max-Level mache, also auf Level 13. Kann ich auch mal zeigen. 4581 genau. Karten von 5000. Und dann haben wir die auf Max Level. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Dann haben wir auch schon 100.000 Goldmünzen gespart. Ja, Leute, wenn es euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Wir werden sehr eine positive Bewertung zeigen. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Leute, das Video ist dann doch noch nicht zu Ende. Wir wollen uns erstmal die Ergebnisse der Clan-Saison auf meinem zweiten Account ansehen. Dann halt die gleiche Belohnung nochmal. Hab ja nicht so aktiv gespielt in der letzten Zeit, aber naja, die Truhe können wir uns einfach mal gönnen jetzt. So, hoffen wir, dass wir da eine legendäre Karte ziehen. Hoffe ich mal sehr. Auch wieder die gleiche Anzahl von Gold. Okay, 1890 Gold. Ein Eisgolem. Seppi ist freigeschaltet. 209 Mal der Knall. Ach nee, schade. 51 Mal Musketieren hätten sich die Rares oder beziehungsweise die seltenen Karten ein bisschen zusammentun lassen sollen, aber naja, haben wir zumindest den Prinz auf Level 4, könnten wir den auf Level 4 verbessern. Mache ich es nochmal besser, mit Screenshots. So, gut. Beute ist in Ordnung, vielleicht können wir nochmal was Nices hier verbessern. So, öffnen wir kurz mal die Silbertruhe hier. Leider keine epische oder legendäre. So. Ich denke mal, wir werden gleich die Seppis mal verbessern und den Prinzen. Genau. So. Ich muss mal die Rabauken-Challenge Truhe ab. Ich habe die Rabauken-Challenge gar nicht gespielt, weil ich überhaupt keine Zeit dafür hatte. Also habe ich das mal ausgelassen. So. Aber immer noch einmal Eiskolben. Okay. Habe ich ja mal ein Deck drin, ne? So. Das ist mein richtiges Deck. Hier kann ich auch die Lakaienhorde auf Level 10 verbessern. Das ist mein Drei-Musketier-Deck mit Miner oder beziehungsweise Tunnelgräber. So. Spenden wir am besten noch irgendwas. Genau. So, fragen wir jetzt noch am besten sowas wie Eisgolem an. Genau, so, Leute. So, ich glaube, es ist auch schon heute gewesen sein. Ich hoffe, dass euch Video gefallen hat. Würde mich sehr über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen. Und dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.